Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um Reis und Arsen. Ja, wir werden immer wieder gefragt und darauf hingewiesen, hey, Reis ist doch giftig, den kann man doch nicht essen, da ist doch Arsen drin, das ist doch alles gefährlich. Vorsicht mit der Aussage, denn ganz pauschal, ganz einfach, wir werden gleich noch tiefer darüber sprechen, aber wenn Reis so giftig wäre, dann müsste die asiatische Welt aussterben, weil die essen halt so unglaublich viel Reis, viel mehr als wir hier in Europa oder im Westen. Und dem ist nicht so, deswegen kann man schon mal davon ausgehen, Reis ist jetzt nicht per se giftig. Allerdings spielt der Arsengehalt im Reis doch eine Rolle. Wir sollten immer aufpassen, dass wir möglichst wenig Stoffe in den Körper kriegen, die irgendwie potenziell schädlich sind oder krebserregend sind. Dazu ist wichtig, um eine Arsenvergiftung zu bekommen, müsste man bei dem Arsengehalt von einem sehr toxischen, in Anführungszeichen, arsenhaltigen Reis, müsste eine Person, die 65 Kilo wiegt, ungefähr 60.000 Kilo Reis auf einmal essen. Und dann hätte sie eine Arsenvergiftung. Also um die Verhältnisse mal darzustellen. Das heißt, das Arsen, was wir im Reis finden, ist grundsätzlich wenig. Auch wenn es im Vergleich zu anderen Lebensmitteln mehr ist. Das ist mal das eine. Dann ist entscheidend natürlich, wie viel Reis esse ich denn? Esse ich einmal die Woche Reis? Esse ich jeden Tag morgens, mittags und abends Reis? Das macht auch nochmal einen Unterschied aus, was die Belastung angeht. Und dann kommt es natürlich darauf an zu wissen, okay, der Reis selber. Beim Arsen ist es so, es gibt das organisch gebundene Arsen und das anorganische Arsen. Das Problem ist das anorganische, also das, was nicht gebunden ist. Man findet das vor allen Dingen im Grundwasser, in den Gebieten, wo Reis angebaut wird. Reis wächst im stehenden Gewässer und da fangen die Probleme an. Würde das Wasser einfach so vorbeifließen, dann wäre das kein Problem. Und genau das sehen wir auch bei den unterschiedlichen Reissorten. Es gibt Reis, der wird angebaut und steht ewig lang und muss gewässert werden mit Grundwasser. Und es gibt Reis, der wird angebaut in den Monsunzeiten, in den Regenzeiten. Der braucht wesentlich weniger Grundwasser und aha, siehe da, der hat auch wesentlich weniger Arsengehalt. Und dazu gehören vor allen Dingen Basmati-Reis und Jasmin-Reis. Das heißt, diese beiden Reissorten sind völlig okay. Die haben ungefähr nur ein Drittel vom Arsengehalt, wenn überhaupt, manchmal sogar nur ein Viertel von dem normalen klassischen Reis, der sonst angebaut wird. Jetzt gibt es dann immer noch die Frage, ja, aber wie ist denn das mit dem... Mit dem Vollkornreis, ist der nicht viel schlimmer? Dazu gilt klar diese Aussage, ja, im Vollkornreis ist mehr Arsen, weil dieses Arsen sich mehr in der Hülle anlagert als im weißen Innenleben. Hier gibt es aber auch wieder die Unterschiede. Bei Basmati- und Jasminreis ist der Unterschied zwischen Innen und Außen relativ marginal. Das heißt, da ist es völlig okay, auch Vollkornreis zu essen, also Vollkorn-Basmati-Reis, Vollkorn-Jasmin-Reis. Bei den anderen Reissorten ist es tatsächlich so, dass man durch das Schälen des Reises den Arsengehalt um rund 80% verringert. Das macht schon ganz schön was aus. Da gibt es dann die grundsätzlichen Tipps, dass man lieber den weißen Reis nimmt, den dann noch wäscht, solange bis es kein milchiges Wasser mehr gibt, also immer wieder Wasser wegschütten. Das kann 2-3 Mal sein, dass man das wäscht. Und dann hat man einen Arsengehalt, der relativ gering ist. Und das muss man dann auch so sehen, relativ gering. Es ist tatsächlich so, dass der Arsengehalt in Reis nicht so hoch ist, dass man direkt sofort davon krank wird. Deswegen ist Reis grundsätzlich ein gutes Nahrungsmittel. Und der gut angebaute Reis in sauberem, fließendem Wasser, also Basmati-Reis, Jasmin-Reis, vielleicht noch in Bio-Qualität, sodass möglichst wenig gearbeitet wurde mit Pestiziden, Herbiziden. Da ist uns auch wichtig, der Jasmin- und Basmati-Reis braucht wesentlich weniger von diesen ganzen Zusatzstoffen in dem Anbau als der klassische normale Reis. Das heißt, wenn ihr Reis esst, wenn ihr Reis mögt, dann greift vielleicht zu diesen sogenannten Duftreissorten. Die sind wesentlich bekömmlicher und besser. Dann gilt grundsätzlich natürlich, wenn ihr Reis esst oder andere Lebensmittel,
dass ihr ein gutes Entgiftungssystem im Körper habt. Das heißt, die Fähigkeit des Körpers, diese Stoffe wieder auszuscheiden und zu entgiften, sollte immer gewährleistet sein. Es ist also genauso wichtig, darauf zu achten, dass man wenig Gifte zuführt, wie darauf zu achten, dass die Gifte gut aus dem Körper rauskommen. Wenn ihr wissen wollt, wie das gut geht, haben wir hier ein kostenloses Kurs für euch gemacht, ein kostenloses dreiteiligen Videokurs zum Thema Schwermetallentgiftung. Also da könnt ihr mal reinschauen und da kriegt ihr genau erklärt, wie man das macht. Wie gehen die Gifte raus? Wie achtet man drauf, dass die Gifte verschwinden? Okay, das war's von meiner Seite. Lasst euch den Reis schmecken. Liebe Grüße. Ciao, der Matthias.